Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin's wieder, der Andreas, und ich freue mich, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. So, wir sollen jetzt immer noch rüber zu Endurance. Das war der eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Der eine Knülch. So, und die einzige Möglichkeit, darüber zu kommen, ist eben halt hier rüber, ne? So. Ach nee, das funktioniert ja gar nicht. Oben alles voller Stacheldraht da. Ja, da muss ich hier rüber. Wenn da irgendwie in den Bunker reinkommen. Immer diese Kletterarie. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich ja, nee, hier geht es nicht weiter, also hoch hier. Oha, was ist denn hier passiert? Da irgendetwas hat das Rohr beim Schießen auseinandergerissen. Nun gut. So, wollen wir mal gucken. Hier ist wieder ganz gut. Ja. So, was haben wir denn hier? Aha. Vorherige Bewohner, 1 von 4. Gut. Was? Da haben wir eine Schatzkarte, die ist. Ach, kann ich noch? Nee, stimmt, kann ich ja noch gar nicht. Gut, dann. Ja. Dann geht das jetzt hier durch. Okay. Der wird da wohl nicht wieder weggehen, ne? Oder? Ruhig halten, wir ziehen ihn raus! Was geht da oben im Palast wohl vor? Der Rauch, der über den Dach aufsteigt. Gibt's ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Ja. Entweder warte ich jetzt oder ich versuche ihn von hinten mit einem Stealth Kill platt zu machen. Denn der scheint jetzt nicht wieder abzuhauen. Moment, er klemmt! Bruder, bitte! Ich bin nicht dein Scheiß, Bruder! Was ist das alles? Was ist da heute los? Alles in Ordnung? Ja. Alles bestens. Setz nur den Generator wieder in Bewegung. Ja. Aha. Da war ein Verräter, mehr oder weniger. Und den haben sie jetzt platt gemacht. Naja, wenn sie sich gegenseitig umbringen, brauche ich das nicht machen, ne? Gut, der Knirsch haut der ja nicht ab, also. Hilfe! Komm runter! Wir haben einen Eindringling!
Oh. Ach, Kacke. Gut. Das war es mit Pfeil und Bogen jetzt nicht so der Hit. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf. Was geht da oben im Palast wohl vor? Der Rauch, der über den Dach aufsteigt. Gibt's ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und was ist mit dem Funk? Die ganze Nacht nur rauschen. Etwas geht da vor. Bruder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Hier rüber! Kommt runter, wir haben einen Eindringling. Ach nein, gut. Das okay, gut, mit Pfeil und Bogen funktioniert das nicht. Das kann ich vergessen. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf. Was geht da oben im Palast wohl vor? Der ganze Rauch, der über den Tag aufsteigt. Gibt's ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und was ist mit dem Funk? Die ganze Nacht nur rauschen. Etwas geht da vor. Bruder. Ich brauch Hilfe! So. Kommst du da rein? Da, wir haben sie! Such mal, wir werden geschossen! Ach, Kacke! Da kommt jetzt so einer mit so einem dicken Schild hier an. Da habe ich ja wieder jede Menge Leichen produziert. Das gefällt mir. Das gefällt mir, ja. Also langsam mutiere ich zur Massenmörderin. Ja, Lara wird langsam Massenmörderin, aber das macht nichts. Ah gut, ich hätte ja auch mal an die Granatwerfer denken können, ne? Merke ich gerade. Sieben Granaten hätte ich auch mal dran denken können, ich Idiot. Naja, ist egal jetzt. So, die Affen sind ja alle tot. So, ist hier... So, Moment mal, jetzt muss ich noch mal kurz wieder zurücklaufen, denn hier... Nee, hier nicht. Aber hier. Moment mal. So, wie kriege ich denn jetzt hier die Tür mal auf?
Von der Seite hier gar nicht. Ach, Kacke, das kann ich noch nicht. Ja, okay, gut. Was noch nicht geht, geht noch nicht, ne? Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Mhm. Hört sich ja auch mysteriös alles an, ne? So, die Pfeile sind voll. Ach ja, also da komme ich hier oben ja noch nicht rein. Ich kann jetzt zwar das Fass hier zerschießen. Das bringt mir jetzt aber, glaube ich, auch nicht so viel. Ne. Ja, Moment mal, Moment, hoho, Moment mal. Ja, Moment mal. Ja, gut. Hätte ich auch mal vorher dann drauf achten können, aber ist egal jetzt. Naja, egal, gut. Dann geht's jetzt hier erstmal weiter im Text. Oh, da sind sie wieder irgendwo in der Nähe. Ja, kommt da jetzt noch einer? Oder? Alter, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Hallo? Okay, mal gucken dann. Ach. Wo wissen die immer genau, wo ich bin? Okay.
versucht sie zu verletzen. Das sollst du sein. Oh oh. Verdammt nochmal. Ach, da sitzt einer von der. Von den. So. Will noch einer? Dann komm mal her. Dann kommt mal her, Jungs. Traut euch. Aber irgendwo muss ja noch einer sein. Was zum Teufel? Ah, da oben. Oh. Alles klar. Das war der letzte. So, jetzt ja. Wie komme ich jetzt aber da oben hin? Hierüber nicht. Ah. Oh, die haben mich beinahe geplättet. Ach, Gott sei Dank, dass ich das fast da rechtzeitig gesehen habe. Ansonsten wäre ich jetzt Matsch. So, aber irgendwie muss ich ja nochmal da unten hinkommen, wo... Und da drüben das Schild, das muss ich auch noch irgendwo hinkommen, irgendwie nochmal da hinkommen, ne? Oh Mann, was für eine Aussicht. Was für eine Aussicht. Da drüben muss ich jetzt auch noch mal irgendwie hinkommen. So. So, jetzt ist nur die große Frage, wie komme ich jetzt... Alex, in was für einen Mist bist du denn da wieder reingeraten? Alles klar, da ist ein Lager. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen.
Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Och Mann, jetzt ist er wieder so ein Schwanzgesteuerter. Nur weil er an Lara verguckt ist und er glaubt, dass sie ihn nicht beachtet, versucht er jetzt irgendetwas Dummes zu machen. Oder macht er jetzt irgendetwas äußerst Dummes? Ach, was soll denn der Scheiß? So, meine Frage, komme ich jetzt irgendwie hier hoch oder so? Oder... Oh, da ist ja was. Geprägt im Jahr Meiji 6, also 1873. Aha. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Also mich haben das schon immer so ein bisschen auch interessiert, wie Geldmünzen oder überhaupt Geld aus so aus anderen Ländern aussehen, so wie Aserbaidschan oder Usbekistan oder wie das da heißt. Überhaupt solche Länder, wie da das Geld aussieht. Die Münzen, die Scheine, das fand ich immer echt interessant. Das interessiert mich jetzt immer noch. Und ich würde gerne, ehrlich gesagt, aus jedem Land der Welt gerne irgendwie von jeder Münze und jedem Schein ein Exemplar haben. Ne? Das wird natürlich wahrscheinlich sehr kostspielig auf Dauer. So, hier ist ja nichts weiter. So, hier, der Boden, der ist kaputt. Da oben ist so ein fetter Turbine, Motor, oder was auch immer. Da kann man wahrscheinlich aber runterziehen, Krach, Bumm, Loch und fertig. So. Jetzt muss man erstmal gucken. Ach, 500. Schade. Nun gut, ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal einfach wieder dabei. Und tschüss.